Ist es wirklich so schwer, die Dinger stabil hinzubekommen? Hoppla! Dass mir das bei anderer Leute Antennen aber auch immer wieder passiert. Zum Glück bin ich schwindelfrei. Mal abgesehen davon, dass ich der elendiglichste Etikettenschwindler der Galaxis bin. Na los, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Das war spaßig. Spaßig? Du hohle Nuss hättest uns beinahe umgebracht. Das habe ich schon so oft gehört. Aber noch nie, du hast uns umgebracht. Und da liegt der Unterschied. Das reicht jetzt. Das Maß ist voll. Ab jetzt wirst du dich zurückhalten. Wir übernehmen den Rest. Also, wie gehen wir vor? Du könntest springen. Viel zu weit. Aber vielleicht könntest du den Rotor anhalten. Sei kein Rufus. Die Rotoren halten das Hochboot in Waage. Selbst wenn wir ihn blockieren könnten. Das Hochboot würde kippen. Das wäre unser Ende. Wie da bloß ranzukommen wäre. Macht mal Platz. Ich habe einen Plan. Stopp nicht! Und? Wer ist jetzt hier der Dorftrottel? Du natürlich! Wie sich das gehört! Hä? So. Na guck doch hin! Der Sender ist in den Rotor gefallen und er blinkt fröhlich und wohlbehalten vor sich hin. Verdammt! Er ist immer noch aktiv! Wie sollen wir denn da jetzt rankommen? Wer hätte gedacht, dass wir mal in dieser Besetzung zusammenarbeiten würden? Da unten ist ein Catwalk. Ich sehe es. Wie stehen wohl unsere Chancen zu springen? Darunter? Du wirst ja wirklich von Minute zu Minute dämlicher. Beantworten Sie die Frage, Kletus. Bitte was? Na, Sie sind doch der Inspektor hier. Dann lassen Sie mal Ihre Einschätzung hören. Wie stehen die Chancen? Wenn man die Drehgeschwindigkeit und den Radius in Betracht zieht, etwa 1 zu 3, dass wir es überleben, ohne vom Rotor zerfetzt zu werden. 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Es kommt drauf an. Es entspricht in etwa deinem Gehirnzellen-pro-Kopf-Verhältnis. Eins zu drei ist doch nicht schlecht, oder? Wenn wir alle drei von unterschiedlichen Positionen aus springen, kann es einer schaffen. Das ist doch Irrsinn! Hast du einen besseren Vorschlag? Dann ist es entschieden. Wir alle springen auf 3. 1, 2... Hey, was ist los? Springt ihr gar nicht? Du doch auch nicht. Ihr wolltet wohl mogeln. Was? Ich? Nein. Beinahe wäre ich allein gesprungen. Schön. Wollen wir nochmal? Na gut. Aber jetzt nicht wieder schummeln. Auf 3. 1, 2. Ihr wolltet schon wieder mogeln, ne? Ja. Wollen wir nochmal? Na gut. Aber jetzt nicht. Auf 3. 1, 2. Okay, jetzt Schluss mit dem Schmus. Beim nächsten Mal wird gesprungen. Alle zusammen, verstanden? Wollen wir nochmal? Na gut. Aber jetzt nicht wieder schummeln. Auf 3. 1, 2. 3. Rufus?
Rufus, aufwachen! Aua! Was ist passiert? Du hast es geschafft. Bravo! Wo ist Cletus? Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Ganz sicher bin ich mir nicht. Es ging alles sehr schnell. Naja, siehst du den Sender irgendwo? Ich bin dran. Hier war aber jemand sehr sparsam, was den Einsatz von Schrauben angeht. Vielleicht hat er meinen Blog gelesen. Nein, Moment. Wenn ich diese Schraube löste, was hielte dann die Brücke? Oh, die Übertragung hat bereits begonnen. Hoffentlich ist es eine lange Funksequenz. Ich hab ihn. Hörst du, Argus? Ich hab ihn. Sehr gut. Und jetzt? Kaputt machen. Hä? Was? Ach so, ja klar. Meine leichteste Übung. Hier war aber jemand sehr sparsam, was den Einsatz von Schrauben angeht. Vielleicht hat er meinen Blog gelesen. Nein, Moment. Wenn ich diese Schraube löste, was hielte dann die Brücke?
Oh oh, die Übertragung hat bereits begonnen. Hoffentlich ist es eine lange Funksequenz. Ich hab ihn. Hörst du, Argus? Ich hab ihn. Sehr gut. Und jetzt kaputt machen. Hä? Was? Ach so, ja klar. Meine leichteste Übung. Was tust du? Ich zerstöre den Sender. Was sonst? Du willst doch nicht deine Hand in den Rotor halten, oder? Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist, aber... Das übertrifft an Dämlichkeit wirklich alles, was ich jemals gehört habe. Ich habe es geschafft! Der Sender ist kaputt! Der Podia ist gerettet! Ja, ganz große Klasse! Und nur um es noch ein bisschen interessanter zu machen, hast du den verdammten Rotor blockiert! Dann hilf mir hoch, damit wir den Rotor wieder zum Laufen bringen können. Es wäre schön blöd, wenn das Hochboot gerade jetzt auseinanderbräche, wo Elysium ja schon fast in Wurfreichweite ist. Ja, das ist deine Idee. Eine andere wäre, dich da unten verfaulen zu lassen. Das kommt wohl ganz drauf an. Worauf kommt das an? Wie du dich entscheidest. Hilfst du mir bei meinem Putsch gegen den Ältestenrat? Wie bitte? Ah! Was ist denn jetzt los? Irgendwas blockiert den Steuerbordrotor. Ist das schlimm? Keine Ahnung. Vermisst du Deponia bereits? Wir werden abstürzen. Aber wir sind doch so gut wie da. Man kann bereits die unteren Schleusen erkennen. Schleusen, sagst du? Aber natürlich. Die Wartungsleitern. Vielleicht kann ich uns lange genug auf Position halten, um das Hochboot zu evakuieren. Los, trommle deine Freunde zusammen. Und was ist mit den Organons? Die natürlich auch. Jetzt, da die Sprengung abgesagt ist, wird Argus seinen Plan ja wohl hoffentlich noch einmal überdenken. Ich benachrichtige den Ältestenrat. Aber was wird aus dir? Go. Wir haben jetzt keine Zeit für Diskussionen. Geh jetzt! Ich glaub das jetzt nicht. Du hast immer noch vor, mit dem Organon in Elysium einzurücken? Warum denn nicht? Wo sollen wir sonst hin? Das werde ich niemals zulassen. Sieh es doch ein, Rufus. Diese Soldaten da unten sind unsere Brüder. Sie haben dieselben Gene. Wir sind im Grunde identisch. Warum solltest du nach Elysium dürfen und nicht einer von ihnen? Oder zwei oder drei? Wo ist die Grenze? Wer entscheidet das? Du etwa? Nein, aber... Na dann, was sagst du? Nur über meine Leiche! Tja, schade, aber nicht zu ändern. Ich hatte mir schon gedacht, dass du uneinsichtig sein würdest. Mach's gut, Rufus! Nein, nicht dort! Da seid ihr ja wieder. Oh, das schmerzt. Oh, wie scheußlich ist die Welt. Selbst schuld. Oh, ja, lach du nur. Aber jetzt sitzen wir schon wieder im selben Boot. Ich glaube, ich kann mich befreien. Um Himmels Willen, der Rotor klemmt nur, weil wir dazwischen stecken. Wenn sich einer bewegt, beginnt er sich wieder zu drehen. Dann sterben wir alle. Aber wenn wir den Rotor weiterhin blockieren, wird das Hochboot abstürzen. Wir sind so oder so tot. Ach, wie sind wir nur in diese bescheuerte Lage geraten? Was guckt ihr mich so an? Das habt diesmal ihr verbockt. Wie? Diesmal keinen intelligenten Plan parat? Lasst mich nachdenken. Nope.
Die Lage ist aussichtslos. Wenigstens eine gute Nachricht. Rufus! Cletus! Goal! Was ist denn hier passiert? Ist doch egal. Du musst uns hier rausholen. Und am besten, bevor das Hochboot abstürzt. Tja, dafür ist es wohl zu spät. Papp sagt, dass die ständigen Ausfälle des Rotors die Maschinen beschädigt haben. Er kann das Hochboot für den Augenblick noch in Position halten. Aber die Evakuierung hat begonnen. Es sind jetzt nur noch Minuten. Na tolle Wurst. Jetzt kommen alle nach Elysium außer mir, oder was? Ja, genau. Hol mich hier raus. Du kannst sowieso nur einen retten, ehe sich der Rotor zu drehen beginnt. Nein. Es muss doch eine Möglichkeit geben, euch alle da rauszuholen. Gibt es aber nicht. Komm schon, triff deine Entscheidung. Wie soll ich mich denn entscheiden? Ich weiß ja nicht einmal, wer ist. Ich bin Rufus. Ist doch gelogen, ich bin Rufus. Die lügen beide wie gedruckt. Ich bin Rufus. Na super, und jetzt? Kann der echte Rufus das nicht irgendwie beweisen? Natürlich kann er. Vertraue doch einfach deinem Herzen. Okay, mein Herz sagt, der hier vorne vielleicht? Okay, vergiss das mit dem Herzen. Inzwischen gibt es weitaus exaktere Methoden. Ich weiß etwas, was diese beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Ach ja? Was denn? Dass du heute wieder deine grüne Unterwäsche trägst. Hä? Wann hast du denn meine Unterwäsche gesehen? Ich glaube, meine Finger rutschen ab. Na super, jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. Also, wer ist wer? Ich bin Cletus. Was? Das ist doch die Höhe. Ich bin Cletus. Blödsinn, ich bin Cletus. Wartet mal, heißt das von euch dreien ist nur Cletus Manns genug, um sich zu erkennen zu geben? Von Argus hatte ich ja nichts anderes erwartet. Aber Rufus? Nach allem, was wir durchgemacht haben, vertraust du mir nicht mal dafür genug? Du hast recht, Cole. Es tut mir leid. Ich bin natürlich Rufus. Der lügt doch. Ich bin Rufus. Ach ja? Beweise es. Nun, ja, hast du denn keine Augen im Kopf? Ich sehe doch viel schöner aus als diese beiden Pfeifen. Ich kann von hier aus gar nichts erkennen. In dem Kostüm seht ihr alle gleich aus. Ich brauche schon einen besseren Hinweis. Ach, Rufus hin, Rufus her, ist doch egal. Lass uns einfach hier und verschwinde. Hauptsache, du überlebst. Ah, jetzt hat er sich verraten. Genau. Der echte Rufus, also ich, würde so etwas nie sagen. Das stimmt. Das klingt wirklich nicht nach Rufus. Kann es sein, dass du dich so geändert hast? Der echte Rufus wird sich nie ändern, das weißt du. Dann ist das vielleicht wieder nur ein Trick, um gut dazustehen. Nein! Ach. Es ist wahr. Ich bin nicht Rufus. Der da ist Rufus. Was? Ja klar. Er hat recht. Ich bin Rufus. Ist das ein Trick? Ein letztes Manöver? Du weißt, wenn ich ihm helfe, kannst du dich nicht mehr umentscheiden. Du wirst fallen und sterben. Ganz sicher. Denk doch mal nach. Wie kann ich der echte Rufus sein? Der echte Rufus wird nie aufgeben, sich nie ändern und niemals... Loslassen. Stopp! Nein! Nein! Komm schon, Goal. Wir müssen hier weg. Komm. Hallo, Rufus! Oh, Barry! Barry, was machst du hier? Du bist mein Vorbild! Schon vergessen? Und ich folge dir überall hin! Nein, im Ernst! Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich bewundere, was du hier tust! Erst war ich natürlich geschockt, aber dann habe ich es verstanden! Brillant! Wirklich! Es war im Grunde die einzige Möglichkeit, die du hattest! Ein Geniestreich! Also auch philosophisch gesehen, jetzt die komplett selbstlose Tat! Wow, Rufus, der unverbesserliche Rufus hat sich schließlich doch noch